Hallo, mein Name ist Andrea Stilper, ich bin 46 Jahre alt, seit 23 Jahren verheiratet. Wir haben 3 Söhne, 20, 21 und 15 Jahre alt. Und ich würde euch gerne mal eine kleine Geschichte aus meinem Leben mit Jesus erzählen. Die Geschichte beginnt, als ich gerade meine Abschlussprüfung zur Zahnarzthelferin fertig hatte und im Begriff war, eine Wohnung zu suchen. Und meine Mutter wollte das nicht, aber ich dachte, ich bin alt genug, jetzt eine eigene Wohnung zu haben. Da ist was wirklich Schreckliches passiert. Sie hat sich am 4. August 1983 das Leben genommen. Und es war ein riesengroßer Schock in meinem Leben. Zumal auch mein Vater ein paar Tage, bevor das passiert ist, in mein Zimmer kam, auf seine Knie gefallen ist und mich angefleht hat, nicht auszuziehen, mit der Begründung, dass meine Mutter das nie so überstehen würde. Umso schlimmer war das dann, als er auf mich zukam und gesagt hat, ich wäre schuld daran. Und so alles über mir zusammengebrochen ist, die schreckliche Situation und dann auch noch diese Schuldvorwürfe. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon ein paar Jahre gläubig und ich wusste, wenn jemand mich aus diesem Loch rausholen kann, dann ist es allein Jesus. Und ich bin dann wirklich ins Gebet gegangen und habe gesagt, Herr, ich kann das nicht verkraften. Mit diesen Schuldvorwürfen kann ich nicht leben und überhaupt mit der Situation komme ich nicht klar. Und ich bitte dich einfach, dass du das nimmst und dass du mir vergibst, wo ich wirklich schuldig geworden bin. Und dass du mir einfach diese Last nimmst und mir Frieden in mein Herz schenkst. Und das ist wirklich passiert. Ich muss ehrlich sagen, das war ein krasses Erlebnis, weil ich damals, als meine Mutter das gemacht hat, die hat sich vor den Zug geworfen, als von Anfang an jeden Bahnhof gehen konnte, an jedes Gleis mich stellen konnte und überhaupt keine Probleme damit hatte. Und ich wusste, dass Jesus da seine Hand ausgesteckt hat, mich an seine Hand genommen hat, mir Vergebung auch zugesprochen hat, mich in seine Arme genommen hat. Und ich einfach weiß, dass er durch alle Krisen hindurchführt und dass er der ist, der mein Leben führt, egal was kommt. Und dass es nichts Schöneres gibt, als mit ihm zu leben. Ich möchte alle ermutigen, die das hören, das Gleiche zu machen, sein Leben und sein Vertrauen ganz auf Jesus zu setzen.